Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Audial Architekt: Was wäre, wenn Nappa ein Z-Kämpfer geworden wäre? Ach ja, mal wieder eine gute Nappa-Theorie. Mal sehen, ob er dieses Mal überleben wird. Bei dieser Theorie gehe ich von aus, dass Vegeta Nappa nicht getötet hat und mit ihm von der Erde geschlagen davongeflogen ist. Wie es auf Namek mit Nappa wäre, hatte ich ja damals auch schon. Aber hier gehe ich es anders mal durch. Nappa wäre natürlich mit Vegeta nach Namek geflogen. Selbstverständlich ist er durch den Kampf auf der Erde auch stärker geworden. Vegeta ist von 18.000 auf 24.000 gekommen und wurde damit ca. 1,33 mal so stark. Und das, obwohl er so stark verletzt war. Nappa war natürlich weniger schwer verletzt, darum rechne ich seine mal 1,3. Er hatte ja eine von 4.000 und nach der Heilung 5.200. Doch hier ist es eigentlich egal, weil dieses Mal überspringe ich die Frieza-Saga. Da ich dies mit Nappa mindestens schon einmal durch hatte, wenn nicht sogar schon zweimal. Nappa ist wie Vegeta gegen Frieza gestorben und wurde am Ende wiederbelebt und auf die Erde teleportiert von Pulunga. Bei Garlic Junior wären die beiden nicht dabei, da Vegeta am All nach Son Goku gesucht hat, hier mit Nappa zusammen. Später wäre dann Trunks gekommen, wie man es halt kennt. Nach den 3 Jahren Vorbereitung auf die Cyborgs wäre Vegeta klar noch stärker, weil hier hätte er die ganze Zeit mit Nappa im Gravitationsraum trainiert. Nach den 3 Jahren konnte Vegeta ja den Super Saiyajin und ich denke auch, dass Nappa ihn gelernt hätte. Damit hätte Nappa einen goldenen Schnurrbart. Nappa würde natürlich auch immer zu Vegeta halten, wie man ihn halt kennt. Beim Kampf gegen C18 hätte er Vegeta dann unterstützt, aber hätte auch verloren, wie alle anderen Z-Kämpfer. Bis auf Krillin, der einen schönen Kuss von C18 gekriegt hätte. Die größte Änderung wäre für mich ganz klar das Training im Raum von Geist und Zeit. Hier hätte Vegeta nicht mit Trunks, sondern mit Nappa trainiert. Im Gegensatz zu Son Goku, der Son Gohan erst noch den Super Saiyajin beibringen musste, konnte Vegeta gleich mit Nappa richtig loslegen. In Dragon Ball Z haben er und Trunks ja jeder für sich trainiert und Son Goku die ganze Zeit mit seinen Sohn zusammen. Darum waren die beiden auch nach 1 Jahr stärker als Vegeta und Trunks nach 2 Jahren. Zusammenarbeit macht eben viel aus. So wäre Vegeta meiner Meinung nach nach dem 1. Jahr sogar stärker als Son Goku nach dem 1. Jahr. Und Nappa wäre auch sicher unglaublich stark geworden. Vegeta hätte in den 1. Jahr bestimmt den Super Saiyajin 2 erlernt, weil er wie gesagt gleich richtig loslegen konnte und natürlich nicht alleine trainiert hat. Nappa ist natürlich schwächer als Vegeta, aber trotzdem ist er sehr stark. So hätte Vegeta Cell selbst als perfekt ohne Probleme erledigt. Oder Nappa hätte zuerst gekämpft, aber er könnte sicher nur den Ultra Super Saiyajin. Daher würde er verlieren und Vegeta würde ihn dann erledigen. Nach den 7 Jahren könnte Nappa sicher auch den Super Saiyajin 2 und Vegeta vielleicht den Super Saiyajin 3. Wenn er den Super Saiyajin 3 könnte, hätte Buu seine Selbstzerstörung nicht überleben können. Oder er hätte ihn nur mit dem Super Saiyajin 3 platt gemacht. Vielleicht hätte man sogar eine Fusion von Nappa und Vegeta gesehen. Doch wie könnte die Fusion heißen? Einmal Nappgeta und als zweites Vegpa. Den ersten finde ich aber persönlich besser, also Nappgeta. Und das erste Mal, dass Nappa eine Theorie von mir überlebt. Wer hätte das gedacht? Weiter als bis zur Buu-Saga gehe ich aber nicht, tut mir leid. Vielleicht mache ich ja irgendwann einen zweiten Teil für Dragon Ball Super und einen dritten für Dragon Ball GT. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!